herzlich willkommen zu After Dark. Heute mit etwas ganz Besonderem, nämlich Song of Horror. Ich mach's schon mal direkt an und dann seht ihr so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ich finde, man erkennt schon aufgrund dieses bewegten Bildes, dieses Hintergrundbildes, was einen erwartet. Es ist, so viel sei gesagt, eine Art Resident Evil. Ein Spiel, das aus einer festen Kameraperspektive euch mit Charakteren hinherlaufen lässt. Zumindest ist das, was ich glaube, dass es ist. Ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich wie immer nicht gespielt, weil ich zum ersten Mal hier mit euch spielen will. Ich weiß auch eine weitere Sache, die mich sehr interessiert hat, als ich zum ersten Mal dazu was gesehen habe auf Steam. Und zwar ist das der Permadeath. Es gibt drei Schwierigkeitsmodi. Ich werde sie euch kurz mal zeigen. Die sind auch nach Autoren benannt und es ist schon irgendwie lustig auch beschrieben. Kurz mal hier so, ETA Hoffman ist in diesem Fall für leicht, steht so ein bisschen für einen leichten Schwierigkeitsgrad. Ihr seht auch links ändert sich alles so ein bisschen. In der Mitte ist so die Mitte, ne? Man hat immer noch Permadeath, glaube ich, aber man hat nicht mehr so viele Gefahren und das, was wir vielleicht spielen werden, wahrscheinlich sogar. Wir spielen es ganz sicher. Ich weiß nur nicht, ob wir ein herausragendes Spiel abliefern werden, aber Edgar Allan Poe ist so ein bisschen, und es wird auch immer wieder gesagt, genauso wie das Spiel ursprünglich gedacht war. Ja, das kann halt richtig schief gehen, ne? Das wissen wir alle, deswegen will ich nicht lange drum rumreden. Wir spielen jetzt einfach mal die härteste Schwierigkeitsstufe, weil das Spiel so gedacht ist. Außer, dass es diesen Resident Evil Look hat, weiß ich wirklich nichts. Deswegen gehen wir rein, gucken uns die erste Episode, das erste Kapitel an und dann überraschen wir uns alle mal zusammen, um was es hier geht. So. Okay, ja, dann mache ich das doch mal. Dann nehme ich doch mal direkt den Controller in die Hand. Ich habe ja einen hier. Das ist mein Stuhl, der knarzt. Das ist für die authentische. Ich zocke neben jemandem, der einen knarzenden Stuhl hat. Atmosphäre. Home sweet home. Okay. So, genug geknarzt. Das sieht aber auch aus wie eine Wohnung, in der viel gebarzt wird, aber auch viel geknarzt. Sowohl im Hintern, aus dem Hintern hinaus, als auch die alten Möbel. Da kommen Erinnerungen auf. Sei ruhig, Pöttl. Es geht mal ausnahmsweise nicht um dich. Oh, er ist so süß. Er schläft einfach gerade hier um die Ecke rum. Oh, und die ganze Zeit macht er kleine pupsähnliche Geräusche. Sieht man's, wenn ich ihn so drehe? Ah, er ist gerade so nicht zu sehen. Man sieht nur seinen kleinen Kopf. Ja. Okay, ich kümmere mich jetzt gleich wieder ums Spiel. Das musste kurz sein. So. Lichtschalter. Natürlich. Ich hab's ja. Die Kohle. Okay, und irgendwie ist mit einem Mal schon direkt alles klar. Scheinbar hat er entweder sein Kind verloren oder seine Frau verloren oder beides oder eventuell sogar Sophie. Wer könnte das links sein? Schwarz-Weiß? Naja, jedenfalls ist da was Schlimmes passiert in seinem Leben. Du bist einfach ein Hoarder. Also ein Regal kann man sich eigentlich immer leisten. Regal ist ein Stück Holz. Na, Etienne,
Komm schon, Etienne, es ist Freitag. Wirklich, warum? So, jedes Wochenende. Ich sitze vor dem Telefon, ich warte auf ihn. Das Lustige ist, er erzählt von dem Hut und ich sehe die ganze Zeit nur eine Socke. Ich denke mir, ja? Sei froh, dass du das nicht getragen hast. Bügelmarathon. Der hat wirklich dieselben Wochenenden wie ich. Deswegen habe ich nicht so viele Räume und so viel Kram, weil man dann den ganzen Scheiß auch nicht mehr sauber machen muss. Okay, es geht endlich los. Jetzt wissen wir, wie wir uns bewegen. Alles gut. Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Huscher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company. Or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Na gut, ihr Mann ist hier nicht tot. Das freut mich für Sophie. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Selbstmitleid! That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Das versprüht auf jeden Fall doch schon ziemliche Alone in the Dark und Resident Evil Vibes. Ein Haus, in diesem Fall ein seltsamer, ich bilde mir schon so ein, ich weiß es nicht, Autor. Ein altes, klappriges Auto. Aber noch sieht eigentlich alles sehr friedlich aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier ein Horrorspiel stattfinden soll. Schöne Kamerafahrt. Okay, und jetzt können wir zum ersten Mal wieder ein bisschen was machen. Ja, Steuerung ist so, wie ihr es erwartet. Ihr drückt in die Richtung, in die es gehen soll. Panzersteuerung, wie früher, gibt es zum Glück nicht mehr. Naja, vielleicht steht ihr einfach auf 3 Räder. Ich meine, hast du darüber mal nachgedacht? Ja, ich bin jemand, ich komme immer durch die Nebentür. Auch sehr schön hier, der leichte Morgenjog. Yeah. Bin noch nicht warm genug. Jetzt bin ich verarbeitet. Okay, nee, aber gleich. Oh, da war die Luftlinie nicht gut. Jetzt bin ich bereit für geile Tür-Action. Hello.
music? I'd better take a look. Ah, das ist schon... Es erinnert mich jetzt total an... Also jetzt in der Szene hat es mich gerade an Resident Evil 4 erinnert, an die ganz frühen Bilder, die man gesehen hat, wo Leon S. Kennedy bei Nacht durch so ein Schloss streift. So, jede Figur, da haben wir im Retro-Club, glaube ich, hat der Gregor mal die spielbare Version oder sowas ausgepackt. Das war total spannend. Oder war das ein langes Video? Es war auf jeden Fall sehr viel davon. Also, jede Figur besitzt eine eigene Lichtquelle. Um die einen auszuschalten, drücke RT und R. Ich mache das jetzt immer, ich gucke das mir immer an. Ihr sagt mir immer, ich lese zu wenig Tutorials. Jetzt lese ich Tutorials. Also, Licht ein- und ausschalten, RT. RT bedeutet rechte Trigger. Wenn die Quelle eingeschaltet ist, kannst du die Richtung wählen, in die das Licht scheinen soll. Verwende dazu diesen Knubbel mit dem großen R. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche... Ja, okay, komm, das muss ich nicht lesen. Deine Lichtquelle wird niemals ausgehen. Niemals. Das lese ich sehr gern. Benutze sie so oft, wie du brauchst. Steck sie wieder ein, hol sie wieder raus, mach sie wieder an, mach sie aus, an, aus, an, aus, an. Benutze sie so oft, wie du brauchst. Geil. Mach ich super gern. Das freut mich wirklich als mittlerweile Veteran im Horrorgenre. Music Box, ja, mache ich. Die Uhr zeigt Mitternacht oder Mittag. Hat er nicht gerade was von einer Music Box gesagt? Die hört man ja auch im Hintergrund. Auf dem Klo? Musik auf dem Klo. Nur wenn ich da bin. Nee. Aber der gute alte Blick in den Spiegel wird immer wieder gerne benutzt für Horrorelemente. Ja, das ist schon irgendwie ganz cool, dass er hier, also der, also in vielen, ich, dadurch, dass ich jetzt viel Stephen King lese und so, da gibt es auch häufig trockene Alkoholiker als Hauptcharaktere. Und das ist ein sehr bekanntes, sehr beliebtes Trope, weil das eben jemanden darstellt, der gerade durch ein Tal gegangen ist und sehr sich quasi immer auf der Spitze, immer an der, immer über den Vulkan, am Vulkanrand entlang tanzt sozusagen, da er ja jederzeit rückfällig werden kann. Das macht immer einen sehr guten Hauptcharakter, weil das ihn so brüchig macht. Diese Bilder machen mich depressiv. Ich würde selbst niemals solche Bilder aufhängen. Ich kann nur lenken, ich kann mit der Kamera selbst nichts machen, nicht manchmal so ein bisschen nochmal rumzoomen vielleicht. Das zur Info. Ich könnte mal... Oh, da kommt die Musik her. Bevor wir das jetzt gleich machen, möchte ich einmal... Ja, der Filter ist eigentlich nicht so geil, ne? Vielleicht finde ich einen, der irgendwie ein bisschen mehr passt. Kann man nicht das ein bisschen wärmer machen? Hier. Magenta. So klappt das gar nicht. Ihr seht ja nicht, was ich mache, aber ich stelle hier rum. Nee, bringt leider alles gar nichts. Oh, shit. Jetzt kriege ich es hin. Achtung. So. Scheiße, das ist nicht wirklich das, was ich wollte. Ah, okay. Ja gut, dann muss ich gerade noch mal ein bisschen rumstellen. Ah, so. Bisschen so. Ich höre gleich auf, Leute. Tut mir leid. Aber ich will es gerne mal ein bisschen anpassen an die Umgebung. Hätte ich natürlich auch vorher machen können. Es wird nicht besser, ne? Es wird einfach immer schlechter. Vielleicht, wenn ich so mache... Und jetzt? Ich bin bald ganz weg. Es tut mir leid. Okay, komm. So, wir lassen das. So, das ist eine scheiß Idee. Vielleicht mache ich hier den Gamma einfach runter. Oder zu spät. Tut mir leid, Leute. Ich wollte euch nicht hier aufhalten. Aber da seht ihr auch mal, wie hier gearbeitet wird. Stets immer mitten am Puls der Zeit. Am offenen Herzen. Live mit dem Chat. Trotz Video. Das schaffen andere gar nicht. Wo ist denn jetzt diese dämliche Musikbox? Nein, ich will die blöde Box haben. Ah ja, dekorative Früchte. Erzähle ich immer gerne. Habe ich auf einer Party einem Freund. Wir hatten so auch so Porzellanäpfelfrüchte. Und ich habe ihm einen gegeben. Und bevor ich was sagen konnte, hat er so herzhaft reingebissen. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Wie jemand in dieses Ding beißt, von dem ich wusste, dass es wie ein Stein ist. Oh, es tut mir heute noch leid, aber zum Glück ist ihm nichts passiert. Aber das ist eine ganz schlimme Erinnerung. Da hätte alles Mögliche passieren können. Alle mit Staub bedeckt, die Rosetan nicht gereinigt. Diese dämliche Musikbox hier. Noch nicht.
Ja, ich sollte vielleicht anfangen, das wieder vorzulesen, wenn ich was sehe. So. Jetzt gucken wir nochmal genau. Hier, oder? Es wird auf jeden Fall lauter. Da rechts ist ein Schachspiel, links ist ein Klavier. Eine sehr musikalische Familie, ein sehr musikalisches Haus hat er hier. Geschichts- und Kunstzeitschriften. Ich habe nichts gegen diese Literatur, aber sie würde mich wahrscheinlich zu Tode langweilen. Diese Pflanze ist gerade noch am Leben, wenn überhaupt. Wann wurde sie das letzte Mal gegossen? Schau dir all die Flaschen an. Wenn ich daran denke, dass ich mein Leben damit fast ruiniert hätte. Ich finde es zwar gut, dass er damit reflektiert, aber wenn das jetzt bei jedem dritten Gegenstand, dann ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, hier ist das Lied Sound of Silence. Ich denke, es muss gestimmt werden. Es ist schon ewig her, dass ich jemanden spielen gehört habe. Ja, aber kommt es hierher? Der Sound? Ich glaube nicht. Das ist doch eindeutig. Ah, das vielleicht auch nicht. Nee. Es ist fast schon wie in einem Comedy-Spiel. Alles so ganz verschiedene Musikinstrumente. Finde das eine. Jetzt kommt es von rechts. Jetzt gehe ich hier wieder hin. Jetzt kommt es von links. Das hier kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Ein Schachbrett. Passt wirklich gut zum intellektuellen Ambiente in diesem Haus. Da stimme ich ihm zu. Schau dir die Flaschen an. Das sagen Leute, wenn sie bei Rocket Beans vorbeilaufen, immer. So. Das ist schon irgendwie komisch, oder? Vielleicht ist es einer der Simon Kretschmer-Momente, dieser ganz speziellen Simon Kretschmer-Momente, die er halt nur bei mir bekommt, wo ich einfach irgendwas nicht sehe, wie Fässer. Aber, oder ein Malzeichen. Oder ein Pluszeichen, ja eigentlich. So, ich höre es nicht. Ich höre es einfach nicht. Ich habe jetzt einfach alles einmal abgesucht, verdammte Scheiße. Ich gehe mal hier vielleicht in einen anderen Raum. Habe ich den Kopfhörer vielleicht falsch auf? Nö, nö. Es wird deutlich leiser. Es muss hier in dem Bereich sein. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich da jetzt in echt wäre. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden, um ihn zu untersuchen und Informationen zu erhalten. Drücke A, um die Rückseite zu lesen, drücke den rechten Knubbel. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen. Drücke dazu die Taste LB und RB. Erster Brief von Isaac Ferber, ein Brief an Hascher, den Daniel in der Villa des Autors gefunden hat. Der Poststempel ist vom 1. August 98. Ich kann ihn ja auch lesen, oder? Okay. Liebe Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten. Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spieluhr mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, meinem Gehör. Die Melodie, Sebastian, sie ist irgendwie eigenartig. Du musst dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Okay, hier ist hinten auch noch was, oder? Ja, ich habe auch die wenigen, oder? Ja. Kannst du mir helfen, mehr über diese Spieluhr und ihre geheimnisvolle Melodie herauszufinden? Ich würde für immer in deiner Schuld stehen. Meine allerherzlichsten Grüße, Isaac Ferber. PS, ich habe auch die wenigen Informationen beigefügt, die ich über die Spieluhr finden konnte. Ja, und dann die Adresse. Interesting. Auf jeden Fall. What the?
can there be a door there? Durch so eine Tür würde ich dann auch nicht mehr gehen. Aber es ist halt immer noch keine Spieluhr. Man muss wirklich in diese Tür hineingehen. Das ist so perfide gemacht. Und ich dachte, ich bin vielleicht einfach ein bisschen doof, aber das soll schon so sein. Natürlich gehe ich da rein. Die geheimnisvolle Tür in der Zwischenwand. Die führt sicherlich... Ah. Laut. I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes... worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place. I wondered if I was going to die there. Boah, das war ganz schön heftig. Ich frage mich, warum sie das in dieser Sequenz erzählt haben und nicht im Spiel, weil das eigentlich ein geiler Moment war. Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Ach du Scheiße. Jetzt dämmert es mir. Mein Charakter könnte ja jetzt wirklich tot sein, oder? Kann das sein? Weil ja durch Permadeath die Charaktere sterben können. Kann es sein, dass ich jetzt, oder kann ich jetzt... Ey! Ah, okay. Naja, ich glaube, okay, das eine war quasi das Prequel. Ich habe schon Angst bekommen, dass ich schon direkt die ersten Charaktere auf dem Gewissen habe. Aber ich habe ja, ich meine, natürlich gehe ich dahin, wo das nervenbetäubende Gebimmel herkommt, weil ich wollte ja wissen, ob der Autor da ist. Ich dachte, vielleicht feiert der eine Party. Natürlich gehe ich dahin. So, Sophie van Denent. Lichtquelle Kerze. Das ist sehr wichtig bei Tinder. Alter, das interessiert die Leute wirklich. Das Alter und dann die Lichtquelle. Ich wette, wenn ihr das macht, kriegt ihr allein deshalb schon Reaktionen, weil die Leute sich denken, what the fuck, Alter, was ist deine Faszination mit Licht? Okay, das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt, aber sie hat es immer geschafft. Dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Oh, das ist ja interessant, ne? Sophie ist ja jetzt der Ex-Partner. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand. Etwas, nachdem sie sich stets gesehnt hatte. Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Also,
in der Ehe mit Daniel konnte sie wohl einfach nicht genug Geld in die Ehe mitbringen. Aber nachdem sie sich von Daniel getrennt hatte, dann rollte der Rubel, dann lief's, dann flutschte die Luzi. Plötzlich kam die Kohle rein, schaufelweise. ich kann es mir nicht erklären. So, was steht da unten? Duftkerzen. Wann immer ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlicher an. Ja, eine sehr interessante Kombination aus Frau, Beziehung zum Partner oder Ex-Partner und Alter. 40-jährige Frauen in Videospielen hat man nicht so häufig. So, gucken wir nochmal, was. Außerdem haben wir Etienne. Der hat natürlich also mehrere Sachen, die für ihn sprechen. Er sieht aus wie Etienne und er heißt Etienne. Er ist auch so alt wie Etienne. Und Etiennes Lieblingslichtquelle ist, ich weiß, es ist schwer zu glauben, das Feuerzeug. Ein selbstbewusster Selfmade-Man, sag mal, wollt ihr mich verarschen, arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing. In seiner Rolle als persönlicher Assistent ist Daniel zu einer Art Laufbursche geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt. Auch wenn beide sich gerne über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig sehr und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Alles Wichtige aufzuschreiben ist das Geheimnis eines guten Gedächtnisses. Etienne. Es ist zu einfach. Noch einen dritten. Meine Güte, es hört ja nicht auf. Okay. Alter, 59. Der hat auch noch nicht die Taschenlampe entdeckt. Alexander und seine Frau Masha sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers Sebastian P. Hascher. Eine ihrer vielen Aufgaben ist es, sich um ihre Kinder des Autors zu kümmern. Das russische Ehepaar, beide christlichen Glaubens, zog Anfang der 80er Jahre nach Europa, um einer geheimnisvollen Vergangenheit zu entfliehen, von der Alexander nur selten spricht. Nimm einen Schluck aus der Flasche, um deine Nerven zu beruhigen, wenn Gefahr lauert. Das hat bei mir immer funktioniert. Das ist wirklich interessant, wie viele Charaktere es gibt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das hört ja nicht mehr auf. Alina Ramos, 32 teite Jahre, die Taschenlampe eng an der muskulösen Hüfte. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolight Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das High-End-Haussicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Es funktioniert nicht mehr richtig, es empfängt eine Menge seltsamer Störsignale. Das ist ein sehr bekannter Quote von ihr. So kennt man sie. Unter Freunden, in der Familie, beim Arzt. Es funktioniert nicht mehr richtig. Es empfängt eine Menge seltsamer Störsignale. Ja. Ich bin fasziniert, wie viele Charaktere es gibt. Hammer. Wahnsinn. Das habe ich ja noch nie erlebt. Okay. Irgendwie will ich ihn nehmen. Ich kann es mir nicht. Ich will ihn haben. Es tut mir leid. So, wir haben ihn gewählt. Wir haben noch ein paar Minuten, dann machen wir kurz Werbung. Und dann geht's auch, denke ich, schon so richtig gleich los. Also, das war ja so ein bisschen der Anfang. Ich erwarte viel. Ich bin auf jeden Fall positiv eingestimmt. Das hat bisher schon ganz gut funktioniert. Schön finde ich auch, dass ich den einzigen mit, der hier schon im Intro sozusagen die Schnapsflasche dabei hat, dass ich den auf der Suche nach einem trockenen Alkoholiker schicke. Wenn die sich finden, vielleicht sollte ich ihn einfach auch in das Haus schicken, auch in die Tür. Und da können die zusammen erstmal sich ein bisschen. Sie klemmt. Ich muss durch das Haus gehen, ja klar. So. Irgendwann kommt die Zeit des Hintereingangs. Ich kann in dieser Zeitung nichts mehr erkennen. Sie ist im Regen nass geworden. Why is the door open? Eine gute Frage. Ist das der Alarm eigentlich? Ja, oder?
da. Die Alarmanlage ist ausgeschaltet. Wo sind die nutzlosen Leute von der Wartungsfirma? Ja, die habe ich nicht ausgewählt. Es tut mir leid. Die kann erst nach, wenn du tot bist, dann kommen die. Mr. Sebastians Reiseführer. Die Uhr geht falsch. Aber er ist doch ein Mann der Tat, oder? Ich erwarte, dass er das jetzt direkt repariert. Mein lieber, exzentrischer Ehemann, ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in dein Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös, in Klammern, wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Deinen Schlüssel. Es ist ein bisschen doof, weil ich gerade eben erst es gelesen habe. Der Flachmann direkt dabei. Komm, direkt benutzen. Ah, er kann also trinken, um sich zu beruhigen. Ich wollte eigentlich nochmal kurz den Text mir angucken. Kann ich der? Mehr habe ich nicht, ne. Texte? Okay, ich schaue nochmal hier, hier auch nicht. Das ist ja ärgerlich. Ich weiß, ich kann den irgendwie nochmal angucken. Das ist ja echt doof. Okay, ja, irgendwo in irgendeiner Schublade ist der Schlüssel. Ich nehme an oben. So, wie geht das Ding wieder an? So. Man kann auch mal gucken, ob ich vielleicht... I ist Inventar, das ist ja jetzt nicht überraschend. Aber vielleicht noch irgend sowas wie M? Nee. 1, F1. Tab, leer, return, escape. Na gut, dann soll es wohl nicht sein. Weil irgendwas im Keller ist wahrscheinlich, deswegen. Ah, es sind schon große Unterschiede, was die Lichtquelle angeht. Da hätte ich doch mal lieber jemanden genommen mit einer echten Taschenlampe. Hat der denn kein Handy, sag mal? Okay, das Telefon funktioniert. Hier liegen die Exemplare der Bücher, die er geschrieben hat. Da oben ist der Elchkopf. Mit einem einzigen Schuss haben sie ihn erledigt. Das ist aber beeindruckend. Dass der Elch, was hätte er machen können? Wahrscheinlich aus 10 cm Entfernung. Ein Schuss nur. So ein Loch. Geschichtsmagazine. Nein, nein. Und die arme Pflanze, die ist der eigentliche Held dieser Geschichte, die Pflanze. Sie lebt immer noch. Die einzige am Ende, die immer noch stehen wird. Ist er vielleicht... Der kleine Saul hat Klavierunterricht genommen. Ich frage mich, ob er es noch tut. Ist auch interessant, wie die unterschiedlichen Charaktere auf dieselben Inhalte quasi reagieren. Alle Flaschen stehen am falschen Platz und der Tisch ist mit Staub bedeckt. Warum ist das so? Wo ist Marcia? Tja, das fragt er sich zurecht. Ich bin nicht klug genug, um dieses Spiel zu spielen. Naja, das kriegst du hin. Ich traue mich natürlich jetzt auch nicht mehr in diese Tür hineinzugehen. Also ich bin ja einmal schon darin versagt. Warum sollte es jetzt anders sein? Überall Bücher, Bücher, Bücher. Japanische Schwerter. Da ist der Schlüssel. Ich sollte sie einfetten. Ja, heißt das, wir... Ja, aber wir haben ja nur den Flachmann. Den kann ich sicherlich nicht benutzen. Jetzt muss ich irgendwo Fett finden. Ernsthaft? Fett? Ich denke, es gibt irgendwo eine Art... Ja, einfach Öl. Also so eine Art Verwartung. Wo könnte das sein? Unter der Tür? Unter der Treppe, meine ich?
Das ist schon wahnsinnig viel Kram auch hier, den man theoretisch sich angucken könnte, wo man überlegen kann, brauche ich das vielleicht noch? Soll ich da zum Beispiel jetzt einfach durchgehen? Ich weiß ja, was ich suche, aber wo könnte das sein? Irgendwo gibt es sicherlich eine Besenkammer. Ne, das kann ich mir irgendwie nicht angucken, was da rechts auch immer ist. Ja, hier bin ich richtig. Irgendeine Art von Ölkanne, weiß ich nicht, Kettenfett. Gibt es sowas? Kettenfett? Ja klar, gibt es ganz sicher. Motorrad, hier finde ich sicherlich alles. Für Boiler, oberes Bedienfeld, drücken Sie den linken Knopf. Drücken Sie den mittleren Knopf, rechten Knopf. Falle eine Fehlfunktion, korrekte Nutzung des Boilers verhindert. Können Sie Notabschaltung, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden. Okay. Brauche ich aktuell aber nicht, oder? Ja, genau. Da ist was drin. Ach nee, da sind Sicherungen. Scheiße. Yeah. Mit einer Schraube verschlossen. Ja, die Schraube entfernen, das ist natürlich eine gute Idee, aber hier wurden ja auch schon gesagt, alle Schraubendreher sind weg. Alle. War da nicht gerade was? Ach, das ist das Fahrrad, oder? Ja. Ja, aber kann ich manchmal... Schade. Das war so eine Freude, als ich diesen Raum gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ey, hier ist genau das, was ich suche, der perfekte Raum. Na, ich denke, ich brauche einfach wirklich nur Schraubenzieher. Und nicht... Ja, das machen wir alles später. Und ich denke, dass in der Box tatsächlich vielleicht das Öl ist oder irgendwas in der Art. Ach, da rechts, das war der Koffer, ja, stimmt. Da war ja nichts. Okay, jetzt haben wir die beiden Türen links durch. Blinkt hier was? Ach nein, das ist nur der Alarm. Kann ich nochmal rausgehen? Vielleicht kann ich ja jetzt hinters Haus. Hier waren wir ja auch schon, aber vielleicht hier sind die Flaschen, ne, da ist das einmal noch so durchlaufen. Hier unten vielleicht so irgendwas mit der Asche. Okay, was stand da im Moment? Kein Holz mehr im Kamin. Aber warum X? Wir nochmal X drücken. Ah, okay, da könnte ich jetzt kein Holz mehr im Kamin, ja. Klar, also sobald ich Holz habe, kann ich das da reinmachen. Aber, naja, das kann dauern. Hm.
Man, das sieht hier alles mittlerweile natürlich so perfekt aus, dass man da sehr genau aufpassen muss, dass man nicht ein Objekt übersieht. Zum Glück haben sie es immerhin so minimal angedeutet. Alle Spiegel sind schmutzig. Ich glaube, es liegt daran, dass sie das, die Engine einfach nicht machen wollten, entsprechend. Aber das ist auch okay. Scheint ja irgendwie immer ein Problem zu sein, Spiegel. Ja, überall Bilder, Fotos, Krimskrams, alles sieht ganz normal aus. Nur die Leute sind weg. Das erinnert mich auch gerade an Phantom, genau, Phantom. Ne, heißt der so? Phantom ist mit Ben Affleck von Dean Koontz. Ja, Phantoms, glaube ich. Das ist wichtig. Ja, geil. Was heißt nur eine gewöhnliche Streichholzschachtel? Du hast ja keine Ahnung, was es in Amnesia ausmacht, so ein Ding. Wie, es hilft nicht weiter. Es, warte mal ab. Warte du mal ab. Du kannst jetzt... Es ist kein Holz da, okay, aber du könntest... naja, später dann damit immerhin den Kamin anzünden. Aber ich glaube, es gab noch mehr Verwendung für das... für ein Feuer. Marsha, die Kochbücher aus Russland, der Laptop, oder? Ein Metallring. Irgendwas eingraviert. Oh, ein kleines... Was ist das? Die untere Hälfte eines abgebrochenen Schlüssels. Es ist also gar kein Ring. Okay. Ah, und ich dachte wegen dem Ring, es wäre sowas wie ein Laptop, weil es so, so sah aus so ein bisschen... Aber nee, war kein Logo. Da könnte auch was sein. Mann, das ist doch voll dumm. Ich kann das ja nicht... Ich hab die ja nicht mal offen. Von Haschers jüngstem Kind. Das sieht aber ziemlich eklig aus. Das ist nicht die Art von Bild, die ich will, dass meine Kinder sie malen. Also irgendetwas grapscht nach ihr, während sie im Bett, während Saul im Bett liegt. So, hier waren doch echte Äpfel, genau. Äpfel schimmelig. Oh, okay. Shit. Ja, okay, hier kamen wir her. Dann gehen wir doch jetzt nochmal weiter. Ganz schön großes Haus. Das sah von außen gar nicht so aus. Hier könnte man später sich um den Strom kümmern. Das ist sicher wichtig. Der Hund ist weg. Vergiss es. Die haben ihn gegessen. Okay, das ist gut. Nehmen wir mit. Wir kommen schon gleich an einen Ort. Oh, okay. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte Y. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. Das machen wir gleich, Leute. Aber, und das ist eigentlich ein richtig guter Moment, aber vorher machen wir ein kleines, kurzes Päuschen. Und dann geht es hier direkt weiter mit dieser doch sehr coolen Spielmechanik. An Türen lauschen. Vorher 3 Minuten Werbung. Wir sehen uns. Bis gleich. Und da sind wir wieder bei After Dark mit, Gott, wie heißt es? Song of Horror, genau. Denn es gibt ja auch ein Klavier hier und es geht um Musik und es geht um einen Song, der offensichtlich übernatürliche Kräfte hat oder vielleicht auch nur andeutet, dass Monster bald kommen. So genau weiß ich es nicht. Aber apropos Monster, ich bin gerade kurz an einem Moment, wo Monster auftauchen werden, da bin ich mir ziemlich sicher, denn ich kann sie schon hören, nicht riechen. Monster riechen nicht. Also ein weit verbreiteter Irrglaube, aber Monster an sich sind sehr laut, sehr mürrische
akustisch fast schon nicht kontrollierbare Monster, werden wir gleich merken. Und deswegen hören wir da mal rein, ne? Was die so machen. Ich drücke A. Ihr werdet sehen, dass ich hier die Perspektive ein bisschen angepasst habe, dass es ein bisschen dunkler ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Ich habe erst gelesen, benutze Karate, um dich zurechtzufinden. Es wäre so geil. Es wäre so geil. Karate-Zombies im Herrenhaus. Episode 1. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke L. Moment, L? Okay, reindrücken wahrscheinlich. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert. Wirft daher ab und zu einen Blick. Ja, linker Stick rein. Und man sieht eine sehr praktische Karte, muss ich sagen. Rechter Stick ist... okay, ist die Kerze an, ja. Ist schon schön gemacht, dass ihr die auch anzündet, aber will ich denn überhaupt zurück? Ich gehe erstmal, hier waren wir ja schon, ne? Aber ich gehe trotzdem, nee, waren wir schon überall. Was war hier nochmal? Kühlraum, okay. Ja, dann gehe ich jetzt mit ein bisschen Angst im Magen durch diese Tür, durch die eben noch monströse Geräusche dringten. Ich merke gerade, es ist eine fantastische Idee, wirklich. Ich gehe da oben lang. Eine fantastische Idee, die Karte auf den linken Stick zu packen. Ist eine richtig schöne Entscheidung, kann ich sehr würdigen. Passt aus irgendeinem Grund verdammt gut, auch aufgrund der Kameraperspektiven und man muss eh schon ständig nachgucken. Ja. So, hier wäre es aber falsch, ne? Da lang. Mein Gott, das Haus besteht ja wirklich nur aus Wänden und Türen. Hier war doch etwas Benutzbares, aber was genau war das nochmal? Na, nee. Genau, wir haben kein Feuer. Das war es ja. Inventar, Streichelschachtel, Ölkanister. Okay. Gut, wir machen die Geschichte mit dem Ölkanister jetzt. Ich hätte vielleicht mehr lauschen müssen. Ja, scheint aber nicht zu sein. Nimm die Schwerter, Mann. Nimm sie. Was wurde nochmal gesagt? Was wurde nochmal gesagt, wofür der Schlüssel ist? Die Kinder sollen irgendwo nicht rein. Irgendwas. Ich nehme mal an, es ist eine Tür. Wahrscheinlich eine der nächsten unteren Türen. Behaupte ich einfach mal. Wir gucken mal in der Karte. Da ist ein Schlüsselsymbol. Treppe runter. Ah, Keller. Ja, klar. Boah, in den Keller will doch keiner. Kein Kind will in den... Mein Herz. Kein Kind will in den Keller. Ja, mach. Hallo? Hallo? I don't understand you. Sol, is that you? We can't leave my room. What? What is this? Oh. Ja. Das Mädchen hat angerufen und sie kann ihren Raum nicht verlassen.
Das ist schon alles richtig schön gemacht. Die Atmosphäre baut sich so ganz langsam Welle für Welle auf. Und ich glaube echt, es ist ein Spiel, was ihr unbedingt auch alleine spielen solltet. Okay, die Treppe geht hoch. Der Schlüssel ist aber unter. Ich gehe hier nochmal durch. Ach, da links ist die Kellertreppe, ja. Erstmal hören. Okay. Okay. Schöne Kamera. Echt schöne Kameras hier und da. Also, es ist eine echte Würdigung dieser verlorenen Kunst. Ein Rätsel von Hascha für seine Tochter Julia. Na, da habe ich aber Bock drauf. Liebe Julia, ich gratuliere dir, dass du diese Notiz gefunden hast. Du bist der Lösung des Rätsels, das ich für dich vorbereitet habe, schon einen Schritt näher gekommen. Ich hoffe, es bietet dir etwas Beschäftigung, während ich weg bin. Ich habe deine Lieblingspuppe im Safe versteckt und die Kombination geändert. Da du Detektivin werden willst, wenn du erwachsen bist, glaube ich, dass du hierbei deine Schlussfolgerungsfähigkeiten üben kannst. Die neue Kombination lautet wie folgt. Die Nummer unserer Hausanschrift. Sauls Alter 7. Das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Oben neben der Treppe. Jahrzehnt und Jahr. Und die Nummer der Hausanschrift, ich weiß, dass ich irgendwie einen Zettel hatte, wo das drauf stand, ein Brief oder so, ich weiß es nur jetzt nicht mehr. Aber das wäre lösbar. Ah, und den könnte man jetzt schon lösen. Okay, ja, nee, leider nicht. Aber Informationen. Ah, okay. Das modernste Gemälde, das sie besitzen, von 1945. Deswegen wahrscheinlich im Keller. Mehr kaputter Müll. Okay, das gucken wir uns gleich an. Hier war doch eben noch was. Nee? Komisch. Da. Ach. Geschenke, Weinflaschen. Ja, das kenne ich. Von meinem Vater. So, okay. Kleiderschränke, leergeräumte Kleiderschränke. Könnte sich mühelos eine Person darin verstecken. Zwinker, zwinker. Aber er macht sie nicht auf. Oh, endlich mal Strom. Das war's nicht. Sicherung. Ja, ich habe natürlich, nehme ich an, hier, da drin sind wahrscheinlich Sicherungen. Denke ich. Steht ja auch vorne dran. Aber ich habe keinen Schraubendreher. Das klingt fies. Das könnt ihr ja nicht meinen, oder? 1945, also es hängt ja da. Also es hing vielleicht oben an der Treppe und wurde abgehangen. Das wäre das Einzige, was ich verstehen würde.
Oh, ich höre doch schon wieder irgendwas. Ihr auch, oder? Ihr hört das Mädchen heulen. Furchtbar. Oh, es ist doch sehr intensiv. Intensiver, als ich es gedacht hätte. Der Sound macht schon viel aus. Ja, ja, wirklich. Okay, hier habe ich doch... Nee. Hier ist jetzt nichts, was ich brauche. Jetzt gehen wir erstmal hoch an die Tür. An die Treppe, meine ich, und suchen das Bild. I should take a look on this floor first. Okay. Der Safe soll also ein weiteres Mysterium bleiben. Unten die Veranda, links der WC, die Garage, da war ich eben auch. Bibliothek. Hier wird mir ja ein Schlüssel angezeigt, wahrscheinlich eine verschlossene Tür. Und ja, so ist es auch. Und das Zahnrad war nochmal wofür? Ach ja, hier, genau. Ah, das kann ich aber auch... Kann ich das... Warum ist hier eigentlich Strom? Eigentlich dürfte doch hier jetzt gar kein Strom sein. Oder da unten? Ich habe aber auch nichts. Ich habe den Hauptschlüssel, Flachmann, Streichholzschachtel ist sicherlich auch nicht das Richtige. Kann ich nicht mit einer von diesen Sachen das aufschrauben? Nee. Komisch. Okay. Hoch will er nicht, ja. Dann gucke ich jetzt erst mir nochmal alles ein bisschen an. Irgendwo komme ich schon drauf. Was war das nochmal? Damit sie sich unter dem Tisch versteckt, damit die Kinder sie nicht sehen. Ja, es ist schön, dass er der Hausmeister und sie die Haushälterin, dass sie irgendwie sich hier ganz wohl fühlen. Und offensichtlich eine echte Verbindung haben hier zu der Familie auch. So, Wohnzimmer. Komisch. Also mein akutes Problem ist, dass ich gar nicht genau weiß, wo eine Aufgabe auf mich wartet. Das hier kann er, nee, oder? Das kann er auch noch nehmen. Warum hat das nicht gleich auf einmal alles genommen? Eine rötliche Mappe mit einem Haufen Papier. Ja, aber seine Haikus. Willst du die nicht wenigstens mal angucken? Jetzt ist sie offen und leer. Ah. Also, kurz meine Probleme. Wir haben diesen Schlüssel, okay, der ist natürlich nicht unwichtig, weil der blockierten, den haben wir aber schon benutzt, öffnet viele Türen im Haus. Okay, das ist vielleicht genau der Punkt. Ich brauche andere Schlüssel. Ja, vielleicht ist es der zu der Kühlkammer. Das wäre aber komisch, ne? Ein Schlüssel für den Keller und die Kühlkammer. Naja, ich werde es, wenn es geht, werde ich es nicht hinterfragen. So, so oder? Ja.
Doch, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hätte ich nicht gedacht. Safe. Was war das? Ah, okay, ich habe Brennholz. Das ist gut. Was ist hier? Die Vögel sind verdurstet. Oh. Sieht auch so richtig aufgebläht aus. Ja. Es hat halt, es nähern sich die Hinweise, dass hier keiner mehr seinen normalen häuslichen Pflichten nachkommen kann. Potenziell für immer. Jetzt, ja, okay. Was war denn gerade? Wir haben doch gerade eben was gemacht, ne? Wir haben doch gerade eben noch was sehr Wichtiges gemacht. Irgendein Gegenstand. Das Brennholz. Habe ich Feuer? Ich habe die Kerze, aber zählt das? Ich dachte mit der Flachmann eventuell ums quasi als Zündi, ne? Aber vielleicht geht's auch so. Also ins Wohnzimmer wollen wir. Ich kann hier nicht horchen, aber ich hätte jetzt eigentlich gerne gehorcht, weil es hört sich so an, als ob hier links irgendwas rumläuft. So, wo ist der Kamin, Bibliothek war das, oder? Nee, Moment. Im Esszimmer vielleicht? Küche, Garage, WC, Bibliothek. Man sieht halt wirklich auch nicht genug. Hier war es nicht. Doch. Ey, wieso geht es nicht? Das muss gehen. Genau. Ach so, ich habe ja Streichhölzer. Ja, nimm deinen Shampoos hier. Ach komm, ernsthaft. Du sollst es... Das wäre doch so gut gewesen. Die Heiko-Mappe... Ach komm, die kannst du doch verbrennen. Vielleicht kann ich das kombinieren. Vielleicht kann ich das kombinieren. Scheiße. Man kann es gar nicht kombinieren, okay. Okay, das ist ärgerlich. Da habe ich ein bisschen mehr erhofft. Noch einmal kurz gucken, was er sagt. Etwas, das schneller brennt als Holz. Du stehst inmitten einer Bibliothek. Ich kann gar nicht anfangen aufzuzählen, wo hier überall Sachen sind, die du verbrennen könntest. Aber du willst es einfach nicht. Hier, die Notenblätter. Die Schachfiguren. Eine Platte. Ich wette, die brennt auch relativ schnell. Was ist das nochmal? Könnte hier irgendwas sein? Ich meine, ich kann ja nicht Bücher. Ich kann ja offensichtlich wirklich keine Bücher nehmen oder so. Das will er ja nicht. Also muss es ja sowas sein wie... Ja, Grillanzünder oder Benzin... Können wir mal hier kurz gucken, auch, ja.
Was könnte gut brennen? Küche war ich ja jetzt auch schon mehrfach. Da ist nur dieser Wasser. Dieser Wasserstromkreis, habe ich da irgendwas Neues? Auch nicht. Okay. Man sieht überall so Teile von Rätseln, aber nicht das ganze Rätsel. Ich nehme an, ich kann immer noch nicht hoch. Was sagt er eigentlich? Muss jemand auf diesem Stockwerk sein? Vielleicht irgendwas. Nee. How did that door open? Welche? Welche Tür? Die hier? Holy Mary, I do not know what is happening. Der hat bestimmt irgendwann Herzbeschwerden oder so, wenn ich zu viel. Ha. Da kann ich nicht. Man kann nicht überall lauschen. Ah, okay. Nimm doch bitte die Schwerter. Nein, hör, weg mit dir. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich hier den ganzen Phänomen nachgehen soll, weil er sagt ja auch, wenn ich hier hingehe, es ist jemand auf diesem Stockwerk. Aber wenn ich dann dorthin gehe, wo scheinbar was passiert, ist ja keiner da. Um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich nach Hause. Einfach abhauen. Einfach raus. Das ist interessant. Stimmt, sein Auto steht ja auch noch da. Die alte Karre. Hier ist nichts, ne? Ich gehe einfach nochmal alle Räume durch. Nee, da ist nichts. Wo bin ich da?
Das geht nicht auf, hä? Ja. Der Wohnbereich der Hausangestellten. Da geht sicherlich auch der Schlüssel nicht. Ja. Nee. Habe ich denn hier noch irgendeinen anderen aufschließbaren Bereich? Nein. Und hoch will er nicht. Ganz komisch. Es war der Hund. Der arme Sack. Der arme Hund. Das ist ja richtig furchtbar. Oh, und ich muss jetzt auch noch gucken gehen. Wie kommen wir nochmal von hier raus? Einfach nur. Ja. Naja, ich komme. Naja, wobei, ich komme da wahrscheinlich gar nicht hin. Ich komme da wahrscheinlich einfach gar nicht hin, ne? Weil er den Nebeneingang aus irgendeinem Grund nicht wählt. Aber dadurch, dass so wenig passiert, ist dann, wenn etwas passiert, das so minimal es auch sein sollte, doch sehr spannend. Durch das Haus gehen, um dorthin zu gelangen. Wo? Sag doch einfach mal wo, bitte. Hier ist keine Öffnung. Garage. Das ist alles. Die Garage geht nicht auf, solange kein Strom ist. Und der Strom ist nur dann da, wenn ich den... Wenn ich die Sicherung benutze und die Sicherung ist in der Box und die kriege ich nur auf mit einem Schraubenzieher und die sind alle weg. Adventure-Logik. Ja, gehe ich nochmal in den Keller. Danach bin ich vielleicht heller. Furchtbar. Gucke extra nochmal nach, dass da auch ja steht im ersten Stock. Das hier, das Gemälde oben, direkt neben der Treppe. Meinen die damit vielleicht im Erdgeschoss? Aber das einzige Jahr, was mir relativ markant genannt wurde, war dieses 1945. Okay, aber egal. Da wir uns im Keller befinden, könnte oben ja auch Erdgeschoss sein. Neben der Treppe. Wir gucken gleich nochmal. Die Nummer der Hausanschrift ist ja wirklich kein Problem. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Dateien sozusagen, meine Textfiles angucken kann. Ach hier, plötzlich geht's. Okay, genau. Staubige Notiz. Da. Ach komm, warum weiß ich denn gerade die Nummer der Hausanschrift nicht? Das war der Brief, ne? Hat der Brief? Nee. Shit. Ernsthaft? Aber ich hatte den Brief doch in der Hand. Aiko-Mappe? Auch nicht. Krass. Das ist ja echt dämlich jetzt. Oh, die Musik, ey. Ah, nee, auch nix. Furchtbar.
Ja, nichts Nützliches leider. Ah, dieser Sound, ey, der geht durch Mark und Bein, wirklich. Also, oben an der Treppe. Das hier, oder? Nee, nicht. Hier. Bilder. In den 50er Jahren. Ob die das meinen? Zeigt die überhaupt noch irgendeine Zeit an? Ich kann da gar nichts mehr erkennen. Da sind doch, wo ist denn der große und der kleine Zeiger? Hm. Okay. Hier ist schon mal keine allzu markante, kein markantes Bild. Ist vielleicht das eine von 1945 hier abgehängt worden? Ist hier irgendwo so eine Restspur? Nee, auch nicht. Ja, ich muss das hier sein, wenn. Aber nein. Keller, ne? Zwei Puzzlestücke, wobei ja, das sind zwei Rätsel, stimmt. Also ich bin jetzt wirklich überfragt. Ich gehe hier nochmal rein. Ach, das Raucherzimmer. Ey, ich habe hier einen Schlüssel. Oh, guckt's euch an. Ich habe, ja, man sieht es, dass eine Tür ist. Ich dachte irgendwie, ja, das ist ein Fenster, oder? Ich weiß nicht warum. Es sieht ein bisschen aus wie ein Fenster. Nur mal, warum zeigt es mir den Extra-Raum nicht an? Weil es ein Puzzlespiel ist. So, jetzt bin ich gespannt. Hier ist nämlich jetzt crazy shit happening. Da ist das Ding. Jawohl, ja. Egal. Mhm. Now we're talking. Den nehme ich mit. Ein Notizen von Julia und Saul. Ein bekritzeltes Stück Papier aus dem Raucherzimmer in der Hascher-Villa. Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Das hat Saul dazu geschrieben, wahrscheinlich als er auf der Suche war nach Julia. Da ist ja eigentlich die Tür hier.
Okay, das ist doch super. Jetzt machen wir das noch schnell. Okay, also ganz viel A und dann irgendwann... Okay. Okay. Oh, das ist gut gemacht. Das war richtig gut gemacht. Das hat sich echt angefühlt, als würde man sie wegdrücken, immer und immer wieder. Das haben sie schön hingekriegt, hey. Puh, zum Glück hast du es diesmal geschafft, du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Puh. Jesus, Mary and Joseph. My mind is playing tricks on me. Er will es einfach nicht wahrhaben. Mentale Gymnastik. Das ist definitiv nichts, wo ich jetzt durchgehen würde. Also nehme ich die andere Seite. Jetzt kann ich wahrscheinlich nach oben, oder? Jetzt will ich aber nicht nach oben. Jetzt gehen wir erstmal schön nach unten. Ich lasse mich doch nicht nach oben locken. Und sobald ich dann das Licht habe, kann ich wahrscheinlich auch hoch... Und mir das Gemälde angucken. Und dann muss ich noch die Hausnummer. Und dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Okay, 10 Ampere, 15 Ampere, 20 Ampere, 25 Ampere, 20, 50 und 30. Ich habe keinen 30er, ne? Okay, also muss ich die irgendwie kombinieren? Okay, aber wie, woher weiß ich, welche wohin führen? Das ist doch alles gelb. Führt doch alles da irgendwie... Kurz mal gucken. Okay. Also 25. Ich weiß nicht, ob ich die addieren soll. Warte mal. Zusammen addiert wären es 80, 105. Ja, 105 Ampere. Und ich habe hier 25, 15, 40, 50, 60, 70. Ja, so kann es nicht sein. Nee. Ich kenne mich leider auch nicht so mit so Stromkreisen so gut aus, dass ich jetzt wüsste, ich meine, diese gelb gemusterten Dinger, die gehen halt überall gleich weg. Wenn die jetzt Farben hätten, wüsste ich ja, welche ich kombinieren soll, oder? Fangen wir mal mit grün. Grün geht, ist schwer zu sehen, ne? Nach unten rechts. Ja, unten rechts. Okay, aber wo geht dann grün hin? Nee, ich mache hier irgendwas gerade falsch. Wir probieren es einfach mal. Ist so alt wie der, den wir in der Armee hatten. Okay. Nehmen wir mal die 25er. Der soll ganz links dahin.
Also hier, ach, da oben ist ja auch noch was. Warte mal, ach, da, ach hier, das ist so dran gekritzelt da oben. Das sehe ich jetzt erst. Ein Fall nach oben, Fall nach runter. Okay, ja klar. Heißt das, muss ich die in der Reihenfolge dann machen? Oder sind es die drei da oben, passend dazu? Also 25 wäre der links. Grün geht zum Beispiel rein. Das Gelbe kommt raus. Ah, okay, ja, ja. Also hier müssen wir rauskriegen, wo das dann hinführt. Können wir aber gar nicht. Es ist ja jetzt auch kein so großes Rätsel. Man sieht ja immer, wie die Kabel irgendwo reingehen und dann links raus, aber ich habe den roten, ich habe den grünen. Das ist der blaue, würde ich sagen. Und der hier ist so komisch gelblich. Aber da links sieht man ja nichts, ne? Tja. 25, 50 und 30. Okay, suchen wir erstmal einen 25er. Ja, aber wie gesagt, es könnte jeder sein. Ich würde sagen, der. Ein 30er habe ich auch nicht. Sagen wir mal, der 30er wären 2. Der, ich raff das nicht. Warum hat der, hat ja nur einen Anschluss? Ach, weil 2 zusammen in 1 gehen. Oh, jetzt wird es aber kompliziert. Ich verstehe. Der, naja, okay. Ich sehe auch, wie viele Kabel da immer reingehen. Hier geht zum Beispiel der rein und der rein. Ja, die zusammen ergeben also eins von denen. Also wäre das zum Beispiel 10 und 20. Das ergibt den 30er. Ein 50er wäre dann zum Beispiel wahrscheinlich der links, weil der drei verschiedene auf einmal nimmt. Okay, den 50er mache ich gleich. Machen wir erstmal den 25er. Der muss hier irgendwie alleine sein. Rot geht rechts rein. Also 25 plus. Wo kommt der grüne her? Der geht da durch, ne? Durch den unten rechts. Also 45. Nee, das ist falsch. Ich brauche 10, 20 und 20 zum Beispiel. 25 und 15. Wenn das der 15er, komm, machen wir erstmal hier den 15er. Wenn das der 15er ist, dann geht zum Beispiel ganz oben das erste von den dreien. Kriegt die 15, kriegt die 10, also 25. Und der rote ist dann hier, das hier, 25 und 25. Ja, so haben wir es. Nein, nein. Ich hätte gerade schwören können, das stimmt. Ich hätte gerade schwören können, das stimmt. Aber ich glaube, die beiden stimmen. 15 hier und 25 hier. Das ist doch schon richtig. Moment, lass kurz nochmal nachrechnen. Hängt natürlich auch davon ab, was dann hier unten ist. So, wenn da 25 ist und da 15. Das ist rot, das ist blau. Sind wir schon bei 40 hier. Und das heißt, der hier müsste dann der 10er sein. Und dann bleibt ja für den nur noch einer. Kann ich, okay, also gesetzt den Fall, der obere linke hier, also der obere Kasten ist nicht der große 50er. Was schon komisch ist, weil da drei Kabel reingehen. Aber gut, dann sagen wir mal, es ist der 30er. Kann ich einen 30er bauen? Ich habe einen 10er und 15er, ich kann keinen 30er bauen. Also kann es kein 30er sein. 25er kann ich mir auch erst recht nicht bauen. Das heißt, das hier ist der 50er. Das muss er einfach sein. Grün, rot, blau. Und das hier ist grün, ne? Okay, ja. Vielleicht fange ich mal mit dem grünen, gelblichen hier an. Das könnte ein 30er sein. 20 und 10. Hatten wir auch schon mal. Ja, aber dann passt hier. Na egal, machen wir mal 20 und 10. Und das bedeutet dann, dass der 10er auch oben links reingeht. Das heißt, wir brauchen noch 40. Und das sind hier die beiden.
Das passt perfekt. So. Wir merken uns unten mal 20 und 10. Und packen die jetzt mal hier rein. Ja. Das ist es, ein blanker Draht. Natürlich, unter der Spüle. Natürlich. Habe ich jetzt leider nicht das, was ich gerade brauche. Alter, da war halt original gerade jemand in dieser Scheiße. Da ist jemand drin, verdammte Scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Ich tue einfach so, als hätte ich's nicht gesehen. Lasst mich alle in Frieden. Ich muss jetzt hoch und mir dieses Bild angucken. Und ich muss unbedingt wissen, welche Hausnummer wir jetzt haben. Furchtbar. So, wo ist denn hier die Hausnummer? Irgendwo hier ein Zettel. Reiseführer. Puh, furchtbar. Okay, steht das hier nicht irgendwo? Das da rechts ist, glaube ich, nur der Alarm. Das heißt, die Zeitung. Sag mal, ich weiß, dass ich Dokumente gesehen habe. Komisch. Die Adresse stehen. In der Garage, Bibliothek, Wohnzimmer. Ich geh jetzt hoch. Ich geh hoch. Da ist das Bild. Ach, guckt's euch an. Da ist ein rundes Bild abgehängt. Keller oder Dachboden. Und ich sag's euch, es ist nicht der Keller, weil das ist ein viereckiges Bild. Ja, das ist es aber auch nicht. Februar 1634. Hier ein rundes Bild. Bild von Haschers Frau Catherine mit den Kindern Julia und Saul. Schau dir dieses Foto nicht. Oh. So ein richtig schönes 3D-Foto fast schon. Oh, ist ja furchtbar. Hab ich jetzt. Absoluter Psychoterror hier. Wo der Hund jetzt liegt. Er weiß verdächtig viel darüber, was seine Frau macht, wenn er gar nicht da ist und sie mit dem Mann zusammen ist. Würde bequem unter diesen Tisch passen. Das heißt, wir wissen also schon zwei Verstecke.
das Esszimmer unten, das hier, die Schränke. Nee, es muss rund sein. Mein Gott, heirate Sebastian doch, wenn du so geil findest. Okay, das ist richtig gut. Das alte Rätsel mit dem Rausstupern und dann fällt es runter und man hat unten irgendwie eine Zeitung und zieht es dann wieder zu sich oder so. Ich meine, was soll ich damit machen? Oh, echt? Ob das geht? Na gut. Es ist eine gute Idee. Dann lasse ich das erstmal stecken. Ein Brief für Hascha geschrieben am 10. August 98. Der Brief wurde vom Besitzer eines Antiquitätengeschäfts geschickt. Also, lieber Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringend benötigte Auszeit nehmen werde und mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht alleine bewältigen kann, vor allem, da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder eröffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir bis dahin besser geht. Bitte grüß deine Familie von mir. Hochachtungsvoll, Isaac Färber. Das Geräusch kommt hierher. Das Gedicht. Irgendwas kommt auf jeden Fall von daher. Ganz oben unterm Haus. Da wohnt wahrscheinlich jemand. Gerüst aufbauen, Außenseite lackieren, Lecks reparieren, lose Ziegel befestigen, alte Rohre prüfen und gucken, wo das verdammte Gerüst. Ach, Gerüst kommt hierher. Nicht Geräusch. Gerüst. Was total unspektakuläres. Bisschen creepy, das sozusagen, nachdem du an ihrer Schlafzimmertür horchst. Aber wir verstehen schon, was du meinst. Oh shit, ich hab nicht gelauscht. Plötzlich genau dort, wo ich sie vor der Abreise stehen gelassen habe. Okay. Nichts davon ist rund. Wie kann ich die Leiter denn von hier aus... Ja, da. Da war doch gerade was. Ach, schon dieser dämliche Haken. Jetzt habe ich sowas in echt schon. Und jetzt brauche ich das auch noch im Spiel. Das sind die kleinen Probleme des Alltags. Halt echt, diese Luke und den Haken dafür nicht zu haben, das kennt jeder. Das will ich nicht auch noch hier. Hier will ich Zombies bekämpfen und am Ende siegreich aus allem hervorgehen. Man hört manchmal immer so ein Knacken. Okay. Das ist diese Schmiere. Na, da sollte ich besser nicht hingrapschen. Kann man das vielleicht irgendwie wegkriegen? Vielleicht mit Alkohol. Ach,
dass ich aber trinken geht. Jetzt endlich mal. Jetzt hat er genug gesehen. Kann ich das kombinieren? Nee, okay. Hm, okay. Ich kann es nicht wegmachen. Ich kann da einfach nicht rein. Ich habe schon wieder nicht gehört. Oh, Glück. Ja, wir kommen also, weil wir keinen Haken haben, kommen wir nicht auf den Dachboden. Und da hängt wahrscheinlich das runde Bild. Moment. Okay. Ja, endlich. Wirf ihn weg. Das ist die letzte Tür, die wir heute aufmachen. Sag mal, willst du mich verarschen? Siehst du das denn nicht? Also ich werde nicht in den Guest Room gehen, wenn da kein Licht an ist. Darum geht es wahrscheinlich auch, ja? Wenn ich das jetzt einfach... Nee, das ist überhaupt nicht gut. Und ihr kriegt das ja nicht mit, aber auch der Controller vibriert wirklich die ganze Zeit in so einem bedrohlichen, pulsierenden, wellenartigen, immer wiederkehrenden Muster. Das ist total geil. Das ist echt gut gemacht. Die haben sich echt Mühe gegeben, das hier richtig schön, das Erlebnis alter Horrorspiele wieder aufleben zu lassen. So, okay, das war der letzte Raum. Wir haben einiges erreicht, finde ich. Wenn ich jetzt die Wahl hätte... Was ich jetzt als nächstes mache, würde ich wahrscheinlich versuchen, das zu lösen. Also müssen wir irgendwie diesen Kurzschluss beheben. Dazu müssen wir irgendwas mit dem Wasser... Ach, warte mal. Okay, komm, das kann man noch schnell versuchen. Das kann man echt nochmal schnell versuchen. Und zwar habe ich jetzt ein altes Geschirrtuch. Vielleicht kann ich damit jetzt das Wasser da wegmachen in der Küche. Komm, nochmal. Ja. Ja! Ja, und heißt das, dass es jetzt keinen kurzen mehr gibt? Ja, es gibt keinen kurzen mehr. Geil, okay. Also ihr könnt gerne, wenn ihr einen Schnaps habt, euch einen kurzen einschalten. Aber das hier war auf jeden Fall die letzte wichtige Lötstelle. Okay. Jetzt geht's ab. Mir egal, heul doch. Nein, nein, tut mir leid, ich muss die Elektronik des Hauses überprüfen. Ich habe keine Zeit für so emotionalen Scheiß jetzt hier. Technik ruft.
So. Jetzt kann ich nämlich in das Zimmer oben mit dem Licht, ne? Welcher war das da unten? Ja, ich glaube da. Direkt die unten rechts im ersten Stock. Dieses verdammte Radio. Schon ein bisschen wohnlicher. Aber wahrscheinlich sieht das Monster mich jetzt auch besser. Das Licht hat die Dunkelheit vertrieben. Ich wusste, dass das so funktionieren würde. Schallplatten. Eine Puppe, eine weirde Stoffpuppe. Immer eklig, immer weird, immer schräg. Mit einer Blume im Haar. Vielleicht ist die Blume ja... Kassette. Eine Sprachaufzeichnung vom 11. September 98. Oh, furchtbar, weil man weiß, dass alles wahr ist wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Figuren... Oh, lass mich kurz mal den Alarm einstellen. Dass man die Figuren, dass sie in ihrer eigenen Welt irgendwie hier in diesem Haus rumlaufen und den Ausgang suchen und den einfach nicht finden. Wie in so einer bizarren Paralleldimension des immer wieder selben Hauses. Okay. So. Hier wollten wir lang. Ach nee, hier ist zu. Oder hier bleibt auch zu. Eigentlich hätte ich doch hier jetzt bei ihr in dem Zimmer sowas wie einen Schlüssel für diese Bediensteten finden müssen, oder? Aber hier ist nichts. Ich will auch hier lang. Und das Gerät benutzen, das wir ja bekommen haben. Das Wasser auf den Verschlussmechanismus tropft. Und dazu muss ich wahrscheinlich dann jetzt den Boiler... Was kann ich hier machen? Drücken. Ah. Welchen war es nochmal? 4 Sekunden? Den blauen. Ja. Haha. Gas, Wasser. Scheiße.
Okay. Sein Auto. Nimm mit. Ja klar. Eine weitere Haiku-Mappe. Ich frage mich wirklich die ganze Zeit, wo ist der verdammte Hund? Ich habe ihn doch gehört. Oh Mann, die Zivilisation, sie ist so nah. Und wir sind weiter in diesem verfluchten Haus. Lass die Frau doch einfach das selbst regeln. 2020. Kann die selbst. Was bist denn du? Mit deinem Mansplaining hier. Nee, jetzt mal ernsthaft, ich hätte so Flitzekacke jetzt schon. Tut mir leid, ich mag meine Freundin, aber irgendwo ist auch Schluss. Ja, ich glaube fast, dass ich hier jetzt erstmal ein Päuschen mache. Ich muss zugeben, es hat mir... Ach, ich dachte schon gerade, die Dimensionen die haben sich verschoben. Alles ist anders, aber nein. Es ist einfach nur die Seitenveranda. Und hier ist eine weitere verschlossene Tür. Ja, so oder so, ihr seht schon, ich soll einfach nicht in diesen Raum reinkommen. Weder auf die eine noch auf die andere Art. Vielleicht hat er nicht gesagt, er hat den Schlüssel. Wo hat er den vergessen? Zu Hause, oder? Ich guck nochmal. Ich war mir gerade sicher, dass er gesagt hat, zu Hause. Und er muss einen anderen Weg finden, aber vielleicht hat er ja auch gesagt, wo er den Schlüssel versteckt hat oder vergessen hat. Drinnen gelassen. Okay. Marsha muss er finden. Ja, aber das wird nicht klappen. Die wirst du nicht mehr wiederfinden. Nie wieder. So, ich habe immer noch... Komme immer noch nicht auf den Dachboden. Unten gibt es erstmal kein Rätsel. Da oben ist noch ein bisschen was an. Nee, das ist auch wahrscheinlich abgeschlossen, ja. Wenn ich da hochgehe und direkt geradeaus, da ist doch noch was. Ja, das machen wir. Das ist dann aber wirklich die letzte Sache. Mein Gott, ich muss aufhören. Ich wollte eigentlich schon seit einer Dreiviertelstunde eigentlich Schluss machen. Das ist auch schon... Fuck, es ist kurz vor 4. Uiuiui, das gibt Mega vom Eggert. Aber es ist halt auch echt spannend. Es ist wirklich spannend. Gerade so durch diese langsame Erzählweise. Man kommt richtig gut rein. Verstecken, okay. Etwas Schreckliches nähert sich. Du musst dich verstecken, bevor es zu spät ist. Schau dich um und finde einen Ort, an dem du unentdeckt bleiben kannst. Sobald du mit einem Versteck interagiert hast, wird es auf der Karte mit dem folgenden Symbol angezeigt. Die Zeit drängt. Um zu rennen, drücke LT. Ja, ich nehme an, ich muss jetzt hier bleiben, ne? Du hast es geschafft, dich vor der Dunkelheit zu verstecken, aber das Schlimmste kommt noch. Versuche, einen Schritt voraus zu bleiben. Um dich zu beruhigen, achte auf deinen Herzschlag und drücke L, T und RT, wenn der weiße Rand den Mittelpunkt des Kreises erreicht. Den Mittelpunkt des Kreises. Wenn dein Herz zu schnell schlägt, gerätst du in Panik. Aber vor allem, schau es nicht direkt an.
Das ist so wie so ein Dementor, der über einen rüberkommt, ne? Ja, ich weiß es auch nicht, Mann. Ah, das Puppenhaus. Okay, hier kann ich jetzt wahrscheinlich die eine Puppe... Ja, ja, erst wenn alle Puppen fertig irgendwo sind, ist irgendein Rätsel gelöst. Ja, mein Gott, also ich muss sagen, das ist schon... ich gehe hier noch durch die Tür. Schon sehr cool gemacht alles. Ah, es breitet sich aus hier, immer mehr. Das ist auch eine geile Mechanik. Kann ich es auf diesen Fleck? Bringt das was? Ah, shit. Nicht ganz. Nein! Ja! Wofür kann ich die nochmal gebrauchen? Zange. Grillzange, Grillzange. Oh, sie haben Jahrestag gefeiert oder wollten eigentlich feiern. Okay, dann gucken wir mal, was hinter dieser mysteriösen... Das ist jetzt aber die allerletzte Tür, ich schwör's euch. Noch ein Schlüssel. Goldener Schlüssel. Okay, eine Sprachaufzeichnung von den Kindern. Ey, ich will mir das doch anhören. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Jetzt habe ich ja auch für den abgebrochenen Schlüssel, habe ich ja den... kann ich das überhaupt entfernen? Nee, aber mit dem Sekundenkleber kann ich ja hier diesen Schlüssel reparieren und dann kann ich diese andere Tür aufschließen. Also es gibt eine Menge Dinge, die ich quasi auf der To-Do-Liste habe, jetzt schon. Ich hätte lauschen müssen. Ich Idiot.
Die Lauscher hätte ich aufspüren müssen. Verdammt nochmal. Oh Mann, das ist ja lustig. Er hat es nicht mehr geschafft. Und jetzt habe ich nur noch... Was ist denn hier mit ihm? Er ist weg. Tut mir leid. Das russische Ehepaar ist leider für immer aus dieser Geschichte verschwunden. Jetzt habe ich noch zwei Frauen und Eddie. Na, vielen Dank. Das ist ja mal spannend. Also ich muss sagen, ich bin natürlich sehr angetan. Die ganze Machart ist fantastisch. Und ich würde das auf jeden Fall auch an der Stelle jetzt mit meinem Spielstand weiterspielen. Ich muss sagen, es ärgert mich schon ein bisschen, um nicht zu sagen sehr, dass der arme Kerl jetzt einfach tot ist oder halt weg, aus dem Spiel rausgenommen. Ich hätte ihn gerne noch weiter, ich hätte gerne noch mehr von ihm gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den eigentlich ganz cool. Was war der Fehler? Ich habe einfach nicht gelauscht, weil ich aber auch wirklich nicht wusste, dass man sofort tot sein kann. Das ist ja Insta-Death, wenn man irgendwie lauscht, nicht lauscht. Und es war ja einfach nur eine ganz simple Tür, aber ich hätte drauf kommen können, es ist schon meine Schuld. Na gut, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es ist viel länger gelaufen, als ich gedacht hätte. Es hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich empfehle es euch sehr. Es ist eine schöne Hommage an die guten alten Tage, in denen wir mit solchen Spielen noch richtig uns eingeschissen haben. Und es kriegt es verdammt gut hin, dass diese Illusion weiter aufrechtzuerhalten, dass das bedrohlich ist, ne? Gerade auch durch die Kameras natürlich, durch die Musik vor allen Dingen. Obwohl es ein bisschen slower ist in der ganzen, in der Art, wie es die Geschichte erzählt, ist ein bisschen langsam, aber dann, wenn was passiert, ist es auch hart, schnell, fies und vor allen Dingen kompromisslos. Dieser Permadeath ist eine schöne Idee, den ich wirklich gar nicht genug loben kann. Und ich würde jedem auch raten, das so zu spielen, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil dann ist man, gerade wenn man verfolgt wird, auch einfach ein bisschen, ich wünschte nur, ich hätte hier vielleicht eine zweite Chance gehabt. Also bei der ersten Konfrontation auf diese Art hätte ich gerne Chance gehabt, um zu wissen, ne, was Sache ist. Und ich frage mich auch, ob ich jetzt in diese Tür am Anfang gar nicht hätte reingehen sollen. Aber nein, ich glaube schon. Deswegen war die Musik da, ich soll dahin, ich bin dahin gegangen und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Die wird jetzt auch für euch ihren Lauf nehmen. Wahrscheinlich ist jetzt erstmal Montagabend oder irgendwas in der Art und ihr seht jetzt Moin Moin die Wiederholung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich, dass ihr diesen Kram mit mir immer wieder durchsteht. Er macht mir genauso viel Spaß wie euch hoffentlich. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit einem neuen Spiel oder mit dem in einer zweiten Folge. Mal gucken, was. Ich habe auch immer noch Sinking City, habe ich auch immer noch eine zweite Folge sozusagen auf der Agenda. Ich habe aber auch 20 Spiele schon wieder runtergeladen, die auch alle in dieses After Dark Setting passen. Es gibt im Moment einfach so viele Spiele, die sich lohnen. Das so als Info. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem restlichen Programm und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt.